Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ich möchte mich zunächst mal bei den Organisatorinnen dieser tollen Veranstaltung ganz herzlich bedanken. Insbesondere auch dafür, dass ich durch diese Themenvorgabe veranlasst wurde, ein bisschen genauer hinzugucken, was denn jetzt die Unterschiede sind zwischen deutschen Großsiedlungen und chinesischen Großsiedlungen. Ich habe das nämlich bisher eigentlich noch nicht so richtig gemacht. Das war auf jeden Fall ein Anlass, etwas genauer hinzugucken. Ich möchte aber zunächst mal beginnen mit ein paar Eckdaten zur Urbanisierung in China, die Sie wahrscheinlich alle schon mal mehr oder weniger gehört haben. Der Urbanisierungsgrad steigt in China dramatisch. Überhaupt muss man sich klar machen, dass in China sowohl mit Blick auf den Raum und mit Blick auf die Zeit alles viel größer und schneller läuft als bei uns. In etwa 36 Jahren, also zum Ende der Mao-Zeit, lag die Urbanisierung unterhalb von 20%. Inzwischen liegt sie deutlich über 50%. Und in weniger als 20 Jahren werden über 1 Milliarde Chinesen in Städten wohnen. Unter diesen Städten wird es wahrscheinlich 10 Megastädte geben. 5, 6 Megastädte gibt es inzwischen. Wahrscheinlich muss man sich auch klar machen, dass es Hyperstädte geben wird mit mehr als 50 oder 100 Millionen Einwohner. Die Chinesen arbeiten an solchen Superagglomerationen. Also Megastadt heißt mehr als 10 Millionen Menschen. Shanghai hat ohne Migranten 18 Millionen Menschen, mit Migranten etwa 22 bis 24 Millionen Einwohner. Es gibt räumliche Kollateraleffekte dieser Entwicklung. Also eine Zahl, die mir sehr schwer selber in den Kopf geht, ist, dass in dieser Phase der Neuentwicklung Chinas täglich, also im Durchschnitt, das ist ein Durchschnittswert, etwa 35 Dörfer der Urbanisierung zum Opfer gefallen sind. Wer mal nach China kommt, soll sich das mal anschauen. Es ist sehr schön sichtbar in der Stadt, in der südchinesischen Stadt Shenzhen, genau gegenüber von Hongkong. Da sieht man noch, weil es dort eine Sonderkondition unter Deng Xiaoping gegeben hat, dass die Menschen, die Dörfer, die durften ihr Wohneigentum behalten oder die Grundstücke durften sie behalten, auch ihre Organisation durften sie behalten. Und jetzt sieht man eingesprengselt in diese unglaublich stark wachsende Stadt, diese nach wie vor existierenden Dörfer, die jetzt die Heimat sind für Arbeitsmigranten, die dort in diese Stadt hinein. Das sind gewissermaßen die Tore für diese Stadt Shenzhen, die im Durchschnitt, auch das so ein Datum der Urbanisierung, pro Jahr um etwa 250.000 Menschen wächst, pro Jahr. Also in 4 Jahren 1 Million Menschen. Für diese Menschen wird gebaut. Und das ist natürlich klar, dass das ein Abonnement auf Großsiedlungsbau ist. Wie anders will man das schaffen? Pro Jahr wurden im Schnitt etwa 1,5% des bebaubaren Ackerlands zersiedelt. Das ist ein Riesenproblem in China, dass immer weniger Ackerbauflächen verfügbar sind. Das erhöht den Druck auf Urban Gardening, aber das ist natürlich nur 1%. Inzwischen versuchen sie, das auch außenpolitisch zu regulieren mit der Eigentumsschaffung in Afrika und so weiter. Interessant finde ich diesen Begriff des Hyperwachstums. In China muss man sich vorstellen, dass das, was in Europa sukzessiv gelaufen ist, Frühindustrialisierung oder Frühkapitalismus, dann der fordistische Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, dann die Dienstleistungs- und Erlebnisgesellschaft oder die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts, das passiert in China alles gleichzeitig, nebeneinander. Das ermöglicht eben solche Kombinationen, die unschlagbar sind auf den Weltmärkten, dass man die beste Technologie neben Niedriglöhne stellen kann, was bei uns ganz unvorstellbar ist. Also bei uns sukzessiv in China, die machen alles gleichzeitig, die gehen diese Phasen. Und das ist auch für mich eine Erklärung dieses ungeheuren
dieser ungeheuren Wachstumsgeschwindigkeit. Und wenn man dann auf den Raum schaut, sieht man, dass wir so etwas haben wie ein kompaktes Städtewachstum. Dieser Begriff, der verweist darauf, dass die chinesischen Städte vertikal wachsen. Also ein Villenbau, wie er jetzt auch in verschiedenen Vorträgen so angeklungen ist, mit Einfamilienhäusern und so weiter, ist in China weitgehend nicht mehr genehmigungsfähig. Wenn überhaupt so etwas sichtbar sind, sind das alte Baugenehmigungen vor dieser Zeit, in der es, seit der das verboten wurde, ungefähr so ab 2006. So, soweit ein paar Eckdaten. Und jetzt fokussiere ich mich also auf die Siedlungen. Und in China sind diese Siedlungen in der Regel oder fast durchgängig in den Städten als Nachbarschaften organisiert. Und was bedeutet so eine Nachbarschaft? Das bedeutet zunächst mal, sie ist abgeschlossen. 96% der Städtebewohner in China leben in abgeschlossenen Nachbarschaften. Abgeschlossen bedeutet, dass sie ein Tor haben, dass sie mit Mauern versehen sind, dass sie abgeriegelt sind. Das heißt also auf Englisch Gated Communities. Alle leben in Gated Communities. Diese Communities sind räumlich introvertiert. Also es gibt keine Fassaden, die irgendwie zu einem öffentlichen Raum orientiert sind, sondern alles orientiert sich auf einen Innenhof, eine Art Gemeinschaftshof. Es orientiert, die Wohnungen sind orientiert. Das bedeutet, sie sind nach Süden ausgerichtet. In Europa, das werden wir noch sehen, ich zeige nachher ganz viele Bilder, erlaubt man sich viel mehr städtebauliche Freiheiten, was die Orientierung betrifft. In einer Stadt wie Shanghai ist das beispielsweise gesetzlich, Shanghai ist ja auch eine Provinz, ist es gesetzlich vorgeschrieben, nach Süden hin zu bauen. Und das trifft auch auf die Wünsche der Bevölkerung, weil das natürlich ein gutes Feng Shui verspricht. Also auch solche Dinge spielen eine Rolle. Dann diese Siedlungen sind mit Symbolen kollektiver Identität. Also es gibt keine Individualidentität oder so gut wie gar nicht. Vielleicht in der Weise, wie Räume, wie individuelle Wohnungen dann persönlich ausgestattet werden. Aber die identitätsstiftenden Symbole sind immer nachbarschaftsbezogen, immer kollektiv. Ich werde dazu Beispiele zeigen. Dann Serialität. Sie sind vertikal, das habe ich angesprochen, und sie sind Teil des administrativen Systems. Also diese Wohneinheiten, diese Nachbarschaften beherbergen 3.000 bis 10.000 Menschen und sie sind gleichzeitig die niedrigste administrative Einheit. Sie verfügen also über ein Nachbarschaftskomitee. Als ich die Gastprofessur in Shanghai hatte, habe ich in einem Compound gelebt und da musste ich mich bei dem Nachbarschaftskomitee vorstellen. Das ist eine relativ informelle Geschichte. Man begrüßt sich freundlich und sagt, alles gut, wunderbar, schönen Aufenthalt hier. Aber die gibt es eben und sie achten darauf auch, dass in diesen Nachbarschaften alles gut funktioniert, dass die Grünflächen sauber gehalten werden, in Ordnung gehalten werden, etc. Ich bezeichne aus diesen Gründen, weil sie abgeschlossen, introvertiert, orientiert und so weiter, kollektive Identität versehen, bezeichne ich sie als urbane Dörfer. Sie sind irgendwo Dörfer. Es gibt übrigens auch, also in China ist der Begriff des Dorfes konnotiert mit dem Clanwesen. Es gibt immer noch viele Tausende von Dörfern, wo es nur einen einzigen Nachnamen gibt oder zwei Nachnamen. Also im Grunde nur eine Familie bedeutet ein Dorf, ein Clan. Und es gibt nicht wenige Beispiele, wo komplette Dörfer umgesiedelt worden sind und diese Clans jetzt in den Städten, in Peking gibt es ganz viele solche Compounds oder Nachbarschaften, in denen dann ein Clan, ein Name, da heißen alle irgendwie Chen zum Beispiel. Ich bezeichne sie als urbane Dörfer. Einerseits unterscheiden sie sich grundlegend von den offenen Großsiedlungen Europas, die also nicht geschlossen sind. Grünau ist eine offene Siedlung, wenn man das vergleicht mit China. Und andererseits kann man auch von ihnen etwas lernen. Ich will so ein bisschen auf diesen Aspekt auch eingehen. Jetzt zeige ich ein paar Bilder, damit man sich das mal vorstellen kann.
Wohnsiedlungen sind mit Mauern und Zäunen eingeengt. Es gibt, glaube ich, nirgendwo auf der Welt Stadtlandschaften, die stärker verriegelt sind als in China. Also selbst in Südamerika habe ich so etwas eigentlich in der Weise nicht gesehen. Wer also durch eine chinesische Stadt geht, sollte einfach mal darauf achten, auf dieses ungeheure Ausmaß an Verriegelung. Und es fällt nur manchmal dadurch nicht auf, dass diese Compounds eben sehr groß sind, viele Menschen beherbergen und man statt einen Zaun hat man eine Nahversorgungszeile, also Einzelhandel, der gewissermaßen diese Zaun- oder Mauerfunktion übernimmt. Und dadurch bekommen die Städte dann so eine Art offene Anmutung. Die Siedlungen sind durch Tore mit Rollgitter versehen, mit Schlagbäumen und so weiter, sind die zu betreten. Überall sieht man also diese Tore. In der Regel. Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man die Menschen mal. Also, wenn man die Leute fragt, ich habe so kleine Erhebungen gemacht, dann sagen die Sicherheit. Aus Sicherheitsgründen, hier sind so viele Migranten in der Stadt und das sind ganz üble Leute vom Lande. Und wenn man sie dann aber fragt, aber hier wohnen doch bei euch im Compound, wohnen doch eine ganze Menge dieser Migranten. Ja, das sind gute Migranten. Aber man lebt so, ich komme noch drauf, weil man immer schon so gelebt hat in China. Das ist Hutong. Ja, genau, ich zeige das auch. Wohnsiedlungen verfügen über ein internes Erschließungssystem. Also wir kennen eigentlich nur öffentlichen Verkehrsraum. Also Grünau wird durchzogen von öffentlichen Verkehrsträgern, von Straßen und so weiter. Das ist alles öffentlich. Aber in den Compounds sind diese Straßen im Eigentum der Bewohner. Sie bezahlen dafür anteilig in den Kosten für den Betrieb des Compounds, zahlen sie für die Unterhaltung dieser Erschließungssysteme. Man sieht das hier. Also hier haben wir gewissermaßen die öffentliche Straße, hier gibt es die Schlagbäume und indem man sich hier bewegt, ist man in einem völlig getrennten, vom öffentlichen Raum getrennten Erschließungssystem. Und so ist das in allen Compounds. Introversion, das hatte ich vorhin angesprochen, also dieses nach innen gekehrte. Die europäische Tradition ist extravers. Wir haben die Tradition, gerade im altbürgerlichen Städtebau, dass man Fassaden an die Straße stellt und diese Fassaden haben eben eine öffentliche Funktion. Die sind gewissermaßen der Beitrag des Bürgers, des stadtbewohnenden Individuums an den öffentlichen Raum der Stadt, der dadurch inszeniert wird und eine Form erhält, am Marktplatz oder an den Straßen. Diese Tradition gibt es in China überhaupt nicht. Man muss sich auch klar machen, in China ist die Diskussion über öffentlichen Raum eine riesige Debatte, ob es den überhaupt jemals gegeben hat. Es ist etwas Neues, sozusagen ein westlicher Import, mit dem man sich dort auseinandersetzt. China hat die Tradition der introversen Räume und hier haben wir so ein Hutong-Ensemble. Also das ist so das klassische Haus gerade in Nordchina und hier ist das größte Gebäude. Das größte Gebäude ist immer nach Süden orientiert. Und in dem größten Gebäude leben die Eltern, die Senioren. Die haben immer das beste Gebäude, die Kinder leben dann hier. Und wenn sie selber Eltern sind, ziehen sie dann dort rein. Und deswegen Südorientierung ist also nicht nur Feng Shui, es ist auch in China eine Tradition. Es bedeutet einen Image-Schaden, wenn man eine Wohnung hat, die nicht nach Süden orientiert ist. Das ist sozusagen für Status wichtig. Und deswegen diese gesetzliche Vorschriften nach Süden zu orientieren. Der Hintergrund ist natürlich ein klimatischer, das ist immer so, es gibt immer solche Naturvoraussetzungen, aber die werden dann gewissermaßen kulturalisiert und dadurch dann verstetigt. Klimatisch deswegen, weil die Orientierung nach Süden bedeutet, dass die Wohnungen nicht so aufgeheizt werden. Hier bei uns in unseren Breitengraden ist es anders, aber die Sonne steht sehr hoch in den größten Teilen von Chinas und dadurch ist der Einfallwinkel des Sonnenstrahls sehr gering und dadurch werden die Wohnungen nicht so aufgeheizt. Das ist der geoklimatische Hintergrund. Und hier rechts sehen Sie zwei Beispiele solcher Innenhöfe, solcher Nachbarschafts- oder Gemeinschaftshöfe und die werden genutzt von der Bevölkerung, von den Menschen, die dort in dem Compound leben.
Und für Tai Chi oder Kinderspielplätze oder einfach zur Naherholung, die sie gewissermaßen vor der Haustüre haben. Jetzt komme ich zu den kollektiven Identitätskonstruktionen. Der Begriff Identität ist ja mehrmals heute schon auch gefallen. Wie machen die das? Und sie nutzen dazu bestimmte Features, bestimmte Aspekte, etwa den Namen. Hier haben Sie das Beispiel Center Palace, das ist der Name eines Compounds, oder einen bestimmten Architekturstil. Also ein beliebter Architekturstil ist der toskanische, das soll toskanisch sein. Oder dann Beleuchtungskonzepte für die Nacht oder Dachskulpturen. Das Thema Dach ist ein Riesenthema, das hat etwas mit Kopfbedeckung zu tun. Früher unterschieden sich die Kasten oder die Klassen, die Schichten in der Gesellschaft nach ihrer Mütze, die sie aufhaben. Oder die Dächer heutzutage noch bei historischen Gebäuden können wir sehen, nur der Kaiser durfte ein gelbes Dach haben oder die Zahl dieser Figurinen auf den Dächern, die die bösen Geister abhalten, die sind eben unterschiedlich groß und so weiter. Also in China hat so eine Kultur des Daches oder des Hauptes und die setzt sich eben in der Weise fort. Ich zeige andere Beispiele, also Branding oder kollektive Identitätskonstruktion mit Dächern. Wer nach China kommt, sollte einfach mal nach oben gucken. Es ist sehr vertikal, man muss den Kopf ein bisschen heben. Und dann sehen Sie, dass die mit unterschiedlichen Dachkonstruktionen die Teil also des architektonischen Gesamtkonzepts ist. Und das architektonische Konzept ist immer ein nachbarschaftsbezogenes oder ein gemeinschaftsbezogenes. Es ist eine... Es gibt keine Individualisierung oder die Individualisierung findet auf der Ebene des Compounds statt. Oder Namen, also Vienna Forest Garden oder Grateful Oasis oder Shanghai International Garden. Und links unten sehen Sie Weimar Villa, sogar Weimar gibt es dort als Name. Möglicherweise aus den USA importiert, keine Ahnung, da gibt es ja auch. Solche oder Heidelberg habe ich auch schon gesehen. Branding mit der Architektursprache. Jeder Compound hat eine Architektursprache. Es gibt nicht das Haus, das Gebäude, das Einfamilienhaus oder das alleinstehende Haus, sondern immer die Architektursprache auf dieser Maßstabsebene. Serieller Wohnungsbau. Ob man die Gebäude nebeneinander stellt oder ob man sie aufeinander, die Wohnungen nebeneinander stellt oder aufeinander stapelt. Also hier links oben haben wir einen Neubau in Qingdao, das ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, dieses Bild. Heutzutage darf so nicht mehr gebaut werden. Diese Wohnungen haben weit über 400 Quadratmeter Wohnfläche und es sind sehr wohlhabende Menschen, die dort wohnen. Die haben wirklich viel Geld und fahren tolle Autos. Aber ihnen macht das gar nichts aus, dass sie sich in diesen Villen nicht individualisieren, sondern in einem solchen Villenkollektiv wohnen, wo allenfalls die Dachfarbe sich ein bisschen ändern kann. Aber sie sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Oder hier rechts sehen Sie eine Siedlung auf einer Ferieninsel. Das bedeutet natürlich, darin spiegelt sich für mich also der Primat, sag ich jetzt mal, einer papaistischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die immer noch nach konfuzianischen Vorbildern familiär organisiert ist. Die Familie spielt eine überragende Rolle und Familie bedeutet natürlich irgendwo auch Clan und Gemeinschaft etc. Und der Individualisierungsanspruch oder Individualitätsanspruch ist relativ gering ausgeprägt im Vergleich zu westlichen Gesellschaften. Ich habe mal ein Beispiel hier aus Weimar genommen, die Siedlung Neues Bauen am Horn. Und da sehen Sie, wie Bauhausarchitektur gewissermaßen abgekoppelt wird von ihren ursprünglichen sozialen Intentionen, Affordable Housing irgendwie zu leisten und zu einem Bürgerstil oder zu einem Stil bürgerlichen Wohnens weiterentwickelt wird. Auf jeden Fall, das ist eine krasse Form der Individualisierung, die wir so niemals in China finden würden. Ich habe über geschlossene Räume gesprochen, über den Compound. Ich möchte ganz kurz, kursorisch, den gegenüberstehenden Raum, also den offenen Raum ansprechen. Da gibt es meiner Ansicht nach drei Typen.
Einmal den sozial programmierten Funktions- und Residualraum, also sozusagen liegen gelassene Brachen, Resträume, die nicht bebaut werden oder bebaut werden können. Dann der kommerzielle Raum, der wichtigste öffentliche, in Anführungsstriche, Raum, ist der kommerzielle, vom Einzelhandel genutzte Raum und der erhabene Platz. Diese, also jetzt ein Beispiel, ich nenne das Intimisierung von offenem Stadtraum. Wenn wir über öffentlichen Raum im soziologischen Sinne sprechen bei uns, dann sprechen wir immer über Regeln des Verhaltens in diesem Raum, über Verhaltensregeln. Und zu diesen Verhaltensregeln gehört beispielsweise, dass man auch bei diesem Wetter wie heute nicht mit dem Schlafanzug durch die Gegend läuft. Das macht man hier nicht. In China ist das überhaupt kein Problem. Oder man hängt seine Unterwäsche nicht auf dem Bürgersteig. Das ist überhaupt kein Problem. Oder man spuckt. Es hat zur Zeit der Weltausstellung in Shanghai 2010 hat es ein Spuckverbot und Schlafanzugtrageverbot gegeben für diese Zeit, um irgendwie nicht die internationale Öffentlichkeit zu kompromittieren. Aber solche Bilder sehen wir dann, wir konsumieren das als ja, pittoresk, als exotisch, als asiatisch. Aber das zeigt eine ganz große Unsicherheit in der Definition dieses Raumes. Es sind im Grunde Landnamen an einem Raum, der unwichtig ist. Der wichtige Raum ist immer der familiäre Raum. Und der offene Raum ist ein Raum, den man entweder missachtet oder den man beansprucht, den man ein bisschen kolonisiert, ich nenne das intimisiert. Aber die Spielregeln des öffentlichen Raums sind nicht sehr klar. Das zeigt auch dieses Bild. Hier ein paar Taxifahrer, es gibt einen Stau und dann wird einfach der Bürgersteig mitbenutzt. Der wird zu einer weiteren Fahrspur gemacht. Und die Menschen, die dort laufen, die müssen dann zur Seite springen. Es gilt sowieso eine ganz klare Hackordnung im öffentlichen Verkehr. Chinesen wundern sich ja, dass wir hier sicher über den Zebrastreifen gehen können. Versuchen Sie das niemals in China, irgendwelche Rechte daraus abzuleiten, dass da ein Zebrastreifen ist. Oder wiederum eine solche Intimisierung des Raumes da mit den spielenden Herrschaften. Ein weiteres Beispiel. Chinesen tanzen unwahrscheinlich gerne. Das ist ein kollektiver Habitus. Abends geht man raus zum Tanzen. Das Klima erlaubt es auch. Also auch im Norden Chinas. Im Sommer ist es sehr viel wärmer und wetterstabiler als hier bei uns in Deutschland. Und hier sehen Sie, das ist im Norden, also das ist Sibirien, so Harbin, wo ein Residualraum unter einer Brücke, einer Autobahnbrücke oder so einer Hochtrasse genutzt wird, um dort zu tanzen. Oder hier ein Parkplatz, der abends nicht genutzt wird in Shanghai, wo die Massen sich sammeln, um dann, die stellen Ghetto-Blaster hin und dann wird getanzt oder die Mädchen, die unter der Brücke spielen. Da gibt es sehr viele Beispiele. Ein Beispiel nochmal für diese kommerzielle Rahmung der Großsiedlung. Sie sehen, hier haben wir eine Südorientierung, die dazu führt, dass diese Schultern dieser Zeilenbauten sozusagen zur Straße stehen und damit diese Abstandsräume ganz unschön an die Straße stoßen. Und jetzt wird hier eine Mauer drum gebaut in Form eines Einzelhandelsriegels. Und dadurch fällt das überhaupt nicht mehr auf. Die Erschließungssysteme sind vollständig getrennt. In das Wohngebiet kommt man nur durch ein Tor und das wird nicht erschlossen über diesen Einzelhandelsbereich. Man muss also durch das Tor gehen, um dann zu diesen Einzelhandelsgeschäften zu kommen. Ich nenne das eine kleinteilige Zonierung. Es ist zoniert, aber es ist ganz nah zusammen, fast wie eine Mischnutzung. Wir erleben das, wenn wir das nicht richtig verstehen, das System als eine Mischnutzung. Ist es aber nicht. Es gibt ganz seltene Fälle, hier unten rechts habe ich das mal gezeigt, das ist ein Compound mit mehr als 12.000 Einwohnern. Dieser Compound ist so groß wie eine Kleinstadt und die erlauben sich im Zentrum dieses Compounds auch Einzelhandelsgeschäfte, aber das ist ein sehr seltenes Phänomen in China. Und dann die erhabenen Plätze.
Das große Vorbild in China ist immer der von Mao Zedong geschaffene Tiananmen in Beijing. Kein Platz in China darf größer sein. Wenn der größer gebaut und geplant wird, dann kriegt man Ärger mit Peking. Das ist auch schon passiert. Und diese Plätze repräsentieren natürlich eine völlig andere Kategorie als die europäische Tradition der Piazza, des Marktplatzes, der durch Fassaden irgendwie gesäumt wird. Diese Tradition gibt es so in China nicht. Im Grunde, ja, Krakauer würde sagen, das sind Plätze für Massenornamentierung, also im Grunde militärische Champs de Mars oder so etwas. Ja, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Kernpunkt meiner Aussage. Also, was können wir lernen oder gibt es da überhaupt Ansätze dafür? Und ich finde einen Aspekt sehr interessant, dass die Ursprünge des seriellen Plattenbaus in China sind dieselben wie bei uns. Sie kommen aus Europa, also der Plattenbau ist von Westeuropa über die Sowjetunion nach China migriert und dort eingesetzt worden. Aber die Chinesen haben nicht wie wir in den 70er Jahren oder 80er Jahren dann irgendwann Schluss gemacht, also in Westdeutschland in den 70er Jahren, ähnlich wie in Frankreich, war Schluss mit dem Plattenbau. Das hat es in China nicht gegeben. Stattdessen hat man diesen Großsiedlungsbau angepasst an die neuen Verhältnisse. Also hier nochmal so ein Beispiel von den Ursprüngen. Sie kennen das sicher alle. Dessau-Ziebig. Und als Beispiel eines frühen Fordismus oder Hilbersheimer Neutra oder Frankreich Le Corbusier. Das sind die Ursprünge und so sieht das dann in China aus. Wer mal googelt, Google Earth auf eine chinesische Großstadt, der findet also die wie Magneten ausgerichtete Strukturen. Der Zeilenbau ist sehr, sehr viel radikaler, weil er eben radikal auch südorientiert ist und das Thema des öffentlichen Raums nicht die Bedeutung hat wie in europäischen Traditionen. Deswegen eines wird schon mal klar, da greife ich jetzt ein bisschen vor, dass der Plattenbau niemals eine totale Abkehr von der europäischen Tradition war. Dazu gehört eben die Orientierungsfreiheit. Oder dass wir immer Elemente, das kann man hier auch sehr schön sehen in Grünau, von einer gewissen Zentralität oder Mischnutzung etc. Also es gibt europäische Elemente, der Plattenbau in Westeuropa ist keine vollständige Abkehr von der europäischen Tradition. In China hat man ihn architektonisch, was das Stilistische betrifft, postmodern weiterentwickelt und zwar ohne irgendwelche Scham und ohne irgendwelche Hemmnisse. Beispielsweise, das ist eine relativ neue Siedlung in Shanghai, da wohnen nur Millionäre, würde ich mal sagen. Also die ist unvorstellbar teuer. Aber Sie sehen, wie man versucht hat, den architektonischen Formkanon extrem zu erweitern auf dieser kollektiven Ebene. Große Straße und vertikaler Block, die chinesischen Städte funktionieren in ihrem Wachstum immer nach diesem Muster. Es wird eine 6- bis 10-spurige oder streifige Straße gebaut, eine Erschließungsstraße, so wie hier zum Beispiel in Qidao. Und die endet, da an dem Berg endet sie, da kommt kein Tunnel, da ist kein weitergehender Verkehr. Sie ist eine reine Erschließungsstraße. Also Erschließungsstraßen in China können größer sein als Autobahnen bei uns, breiter. Und dem korrespondiert dann der vertikale Block mit seinen Wohnhochhäusern hinter Mauern. Ja, und wenn wir jetzt mal, ich habe mal ein Bild von Marzahn, ich hoffe, es kommt. Das ist ein vollständig anderes Bild. Wir haben keine Mauer drumherum. Es ist auch nicht auch hier diese
diese Teile der Siedlung werden nicht mit Mauern eingefasst. Es ist offene Stadt, auch das ist europäisch. Und die Orientierung spielt eine sehr geringe Rolle. Halle Neustadt, eine Zeichnung, ich weiß nicht von welchem Architekten die stammt, wahrscheinlich Paulik, Siegel, Horst Siegel, der Name ist heute, glaube ich, auch gefallen, Paulik bisher noch nicht, der ja auch immer irgendwo im Hintergrund steht und der viele Jahre seines Lebens übrigens in Shanghai verbracht hat und dort auch mitverantwortlich ist für einen Masterplan der Stadt Shanghai, der nach wie vor gültig ist. Ja, also hier sehen Sie keine Orientierungspflicht. Es gibt eine gewisse Zentrierung von Dienstleistungen, von öffentlichen Funktionen an bestimmten Orten. Und dasselbe sieht man eben auch an Grünau. Es ist funktionalistisch, aber es ist offen. In China ist der Funktionalismus geschlossen. Das ist der Funktionalismus oder dieser Zeilenbau, den finden wir zugeordnet von der Periodik her zu den sogenannten Dunhui, den Produktionsgenossenschaften in den Städten. Dunhui und Zeilenbau gehört in China gewissermaßen zusammen. Aber hier offen, orientierungsfrei, differenziert, das heißt, die Erschließungssysteme sind funktional differenziert. Auf der anderen Seite, wir haben auch eine Zentrierung, das heißt so etwas wie eine Mischnutzung in zentralen Strukturen. Ich finde, das sind Gesichtspunkte, die bekommt man erst so etwas genauer in den Fokus, wenn man sich China anschaut. Bisher ist heute davon noch überhaupt keine Rede gewesen, dass wir hier über offene Städte reden und nicht über geschlossene Städte. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass man eine interkulturelle Perspektive auf das eigene Tun und Handeln. Nähe, Ernst Bloch ist auch genannt worden oder gezeigt worden, der hat gesagt, Nähe macht blind. Wir sind so nah an diesen Dingen, wir müssen mal Abstand gewinnen und dann sehen wir bestimmt, auch zum Beispiel diese Orientierungsfrage, bisher hat das überhaupt keine Rolle gespielt, dass wir uns städtebauliche Freiheiten nehmen, die Chinesen sich nicht nehmen können, weil das Feng Shui dagegen spricht, weil die Tradition dagegen spricht und inzwischen Gesetze dagegen sprechen, dass man diese städtebaulichen Freiheiten nutzen kann. Jetzt meine beiden letzten Folien, wo ich das mal versuche gegenüberzustellen. Die Großsiedlung im Vergleich. Also in Deutschland ist sie offen, in China geschlossen. Wir haben eine schwache Südorientierung. Die Südorientierung, wer die Charta von Athen kennt, weiß, dass die Südorientierung natürlich wichtig ist für die Umsetzung dieses Programms Licht, Luft und Sonne. Aber sie ist nicht sklavisch eingehalten worden. Und das unterscheidet die Großsiedlung von der chinesischen. Während wir in China eine strikte Südorientierung haben, allenfalls im Süden, in Shenzhen, in Guangzhou, in Hongkong, da löst sich das auf, weil wir dort die tropische Sonne haben, die immer irgendwie senkrecht steht und da ist es fast egal. Da bringt die Orientierung nicht mehr so viel. Dann, in Deutschland ist die Großsiedlung Teil des öffentlichen Verkehrsraums, während wir in China ein exklusives Erschließungssystem haben. In Deutschland haben wir Abstandsgrün, öffentliche Parks und Plätze. Das ist wiederholt angeklungen, dass die moderne Großsiedlung in Deutschland, die fordistische Großsiedlung, eigentlich der Versuch der Realisierung einer Stadt im Grünen, einer Stadt im Park entspricht. In China haben wir eine introvertierte Struktur, wo sozusagen diese Idee, die Stadt im Grünen, introvers durchdekliniert wird. Nach innen gerichtet. In Deutschland haben wir, ich sage jetzt mal, einen Wettbewerb zwischen der Großsiedlung und dem Einfamilienhaus in der Peripherie. Dieser Wettbewerb ist ja voll ausgebrochen und die Großsiedlung muss eben gucken, wie sie gegen diesen Trend bestehen kann. Wenn der nicht reguliert wird, muss man gucken, welche Stärken kann die Großsiedlung ins Feld führen in einer hochgradig individualisierten Gesellschaft, wie wir das inzwischen sind. Die Großsiedlung ist in China alternativloser Wohnstandard.
Es gibt keine Alternative dafür. Wenn es mal ein Einfamilienhaus gibt, irgendwo weit draußen im Lande, dann ist das in der Regel ein Farmer, ein Bauer, der sich ein neues Häuschen gebaut hat. Und das oft ohne eine Baugenehmigung, weil er die wahrscheinlich gar nicht bekommen würde. Dann, können feststellen, eine Tendenz zur Funktionsmischung und Subzentrumsbildung. Hier in Grünau kann man das sehr schön sehen. In China demgegenüber eine Tendenz zur kleinteiligen Zonierung. Es gibt dort eine ganz eindeutige Grammatik, wie diese Städte wachsen. Darüber kann ich jetzt leider nicht sprechen, aber es ist eine ganz klare Hierarchie. Wann wird eine Schule gebaut, wann wird ein Shoppingcenter gebaut und so weiter. Da müssen immer eine bestimmte Zahl Blöcke realisiert werden. Dann kommt irgendetwas dazu. Und so formatiert sich die Stadt nach außen hin. Dann bei uns funktionalistisches Design mit universalistischem Anspruch. Zumindest ist das der klassische Anspruch der fordistischen Moderne. Und in China können wir eben studieren, eine postmoderne Fortentwicklung der funktionalistischen Architektursprache. Ich finde das sehr interessant und ich finde das auch, das ist auch eine wichtige Anregung für wachsende Städte, etwa in Lateinamerika, überall dort, wo der Bevölkerungsdruck extrem hoch ist, finde ich, sollte man nach China gucken, wie die das dort gemacht haben. Bei uns haben wir eine sehr, sehr starke Tendenz zu individualistischen Identitätskonstruktionen. Wer viel Geld hat in Deutschland, der geht zu einem Architekt und lässt sich ein Eigenheim bauen und beauftragt den Architekt, einen Entwurf vorzulegen, der seine Identität reflektiert, der einzigartig ist und sich deutlich unterscheidet von den allen anderen Villen. Also dieser bürgerliche Individualismus ist bei uns sehr, sehr ausgeprägt, in China so gut wie gar nicht. Reichtum ist nicht konnotiert mit bürgerlichem Individualismus in China. Und deswegen kann man als sehr wohlhabender Mensch durchaus in einem durch Kollektivität und kollektive Identität symbolisierten Siedlung leben. Dem steht also gegenüber die Symbolisierung von Nachbarschaftsidentität durch Architektur, Namensgebung, Dachskulpturen etc. In Deutschland ist der Bewohner in der Regel Mieter, in China fast ausnahmslos Wohneigentümer. Können wir also irgendwelche Ideen daraus ziehen zur Zukunft der europäischen Großsiedlung? Und da meine ich, die Zukunftsfähigkeit chinesischer Großsiedlung beruht auf Fortschreibung von überaus starken konfuzianischen Traditionen, Introversion und so weiter, kollektive Identität etc., Familie im Zentrum und zweitens der Offenheit für postfordistische Entwicklungen. Die Zukunft der Großsiedlung liegt in ihrer Fähigkeit, die gesellschaftliche Dynamik und die Vielfalt von Lebensformen und sozialen Strukturen baulich abzubilden. Es hat eben große Änderungen gegeben und auch große Verwerfungen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Großsiedlungen wie Grünau eben so etwas brauchen wie eine Fortentwicklung, die sich zubewegt auf unsere Gesellschaft, so wie sie heute existiert, die eine komplexere Struktur hat, die kollektive Momente hat, die aber auch individualistische Elemente hat. Und ich glaube, an allen Fronten muss gearbeitet werden. Es gab diese Diskussion, diese etwas kritische Diskussion über die Eigentumswohnungen, die hier gebaut werden mit Seeblick. Ich habe das natürlich nicht so genau vor Augen, aber das ist hier angeklungen. Ich finde das richtig. Als Soziologe kann ich sagen, alles, was soziale Mischung unterstützt, sollte gemacht werden. Das verbessert nicht nur abstrakt die soziale Struktur eines Wohngebietes, sondern es führt auch zu Lageverbesserungen, von denen die angrenzenden Gebäude dann auch profitieren können. Also alle Möglichkeiten des städtebaulichen Werkzeugkastens sind auszuschöpfen. Neubau attraktiver Wohngebäude,
für mehr soziale und demografische Vielfalt, urbane Nachverdichtung, verbesserte Mischnutzung und artikulierte Zentralität, Aufwertung des Bestandes. Und nach wie vor bin ich der Meinung, hier und da sollte auch ein perspektivloses Gebäude, und wenn es vielleicht ein fehlgeplantes Shoppingcenter ist, der Abrissbirne, warum nicht abreißen? Wir sollten aus nichts ein, also die städtebauliche, der städtebauliche Werkzeugkasten ist kein Werkzeugkasten von Dogmen, sondern es sollte das gemacht werden, was vernünftig ist, um diesen Großsiedlungen eine Perspektive zu geben. Und deswegen fasse ich das so in das Fazit. Großsiedlungen haben Zukunft, wenn sie sich verändern. Und merkwürdigerweise, das Leitbild dieser Veränderung ist die europäische Stadt, die ohnehin als Leitbild schon irgendwo im Hintergrund, wie das Beispiel China zeigt, eine Rolle gespielt hat. Sonst wären diese Großsiedlungen in Deutschland nicht offen. Sonst wären sie geschlossen. Sonst wären sie nach Süden orientiert, sind sie aber alle gar nicht. Also es gibt so viele Elemente, wo sie bereits europäisch sind, und wir könnten an diesem Leitbild festhalten, um sie zukunftsfähig zu machen. So, das war's. Vielen Dank.